vor kurzem, ist es jetzt 2 Wochen her, 3 Wochen, ich weiß es nicht. Also gerade eben gab es ein Treffen zwischen der Bundesregierung und Angehörigen des Bundesverfassungsgerichts. Man tafelte zusammen. Irgendwo war sogar das Menü veröffentlicht, aber irgendwas muss nicht geklappt haben. Ich denke, vielleicht war der Nachtisch scheiße. Vielleicht war die Birne Helene nicht mehr ganz frisch. Oder die Profiteroles schon so ein bisschen angesäuert. Weil kaum ist man wieder auseinandergegangen nach dem festlichen Abendessen, entscheidet das Bundesverfassungsgericht gegen die Bundesregierung. Ich meine, im Prinzip ist das gut so. Das zeigt, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Aber andererseits denke ich, wenn sie sich schon treffen und so einen freundlichen, privaten Umgang miteinander pflegen, ich als Feinschmecker kann es mir damit erklären, das Essen muss schlecht gewesen sein, sonst hätte sie sich nicht zu seinem Entschluss durchgerungen. Aber was im Raum steht, sind 60 Milliarden. Und es sind nicht nur 60 Milliarden, es könnten noch 200 Milliarden dazukommen aus einem anderen Fonds. Also, wenn ich jetzt kurz die Übersicht verliere, dann nehmen Sie es mir nicht übel, es geht mir wie der Bundesregierung. Die wissen auch nicht mehr, was, wohin und woher kommt und wohin läuft. Die Sache schwelt jetzt schon über eine Woche und im Raum steht die große Ratlosigkeit. Ich bin immer noch so naiv und gehe davon aus, wenn ein Ministerium arbeitet, muss eine Mindestqualifikation haben. So wie einer, der den Lastwagen fährt, einen Lastwagenführerschein haben muss. Und die haben das nicht kommen sehen oder dachten die, die kommen damit durch? Wie ein Schwarzfahrer, der kein Ticket löst und es darauf ankommen lässt. Der Kanzler sitzt da und sagt, jetzt muss alles sorgfältig geprüft werden. Jetzt darf es keine übereilten Entscheidungen geben. Ja, eigentlich darf es überhaupt keine übereilten Entscheidungen geben. Und weil es um diese Summen geht, schon gar nicht. Wir erleben den Preis der Inkompetenz, den Preis des Größenwahns und den Preis der absoluten Uneinsichtigkeit in die Möglichkeit des eigenen Scheiterns. Können die noch ruhig schlafen? Können die wirklich irgendwann um Mitternacht ins Bett gehen, an um 7 Uhr aufwachen, ohne Albträume gehabt zu haben? Also ich könnte es nicht. Und vielleicht bin ich deswegen kein Politiker geworden. Da hat die Politik noch mal richtig Glück gehabt. Also wir erleben, glaube ich, wirklich eine Aufführung, für die es noch keinen Gattungsbegriff gibt. Man könnte sagen, eine Posse, eine Komödie, eine Tragikomödie, eine Klamotte. Das ist es alles und das ist es zugleich nicht. Aber absurd ist es allemal. Und was jetzt passiert, ist sozusagen die zweite Stufe der angewandten Absurdität. Es kommen Leute aus allen möglichen Ecken und Enden und sagen, wo man auf keinen Fall sparen darf, nämlich zufälligerweise in ihren Ressorts. Es muss überall gespart werden, aber nicht da, wo gerade derjenige Minister sitzt, der sich zu Wort meldet. Das Allerbeste aber war ein Vorschlag oder eine Idee von Rolf Mützenich. Das ist, glaube ich, der Fraktionsvorsitzende der SPD und ein sehr rühriger Geist. Er ist sozusagen Strippenzieher. Er ist so der Machiavelli oder der Rasputin der SPD im Bundestag. Er wird immer als einflussreich und gut vernetzt beschrieben. Muss nicht stimmen, aber ich will es mal glauben. Und Rolf Mützenich hat einen fantastischen Vorschlag gemacht, um die Schuldenbremse aufzuheben, um noch mehr Geld aufnehmen und ausgeben zu können, muss der Haushaltsnotstand ausgerufen werden. Und man könnte diesen Notstand begründen mit der Notwendigkeit des Aufbaus, des Wiederaufbaus der Ukraine und des Gazastreifens. Ich meine, es gibt noch ein paar andere notleidende Gegenden in der Welt, die wieder aufgebaut werden müssen. Zum Beispiel Bangladesch nach der letzten Flutkatastrophe. Nein, Mützenich kommt und sagt, wir müssen die Ukraine und Gaza aufbauen. Ich meine, ich sehe schon die Hamas-Leute sich die Händchen reiben und sagen, huhu, da kommen weitere Milliarden aus der Bundesrepublik. Und wir können ganz viele Shisha-Bars wieder errichten mit direktem Zugang zu Abschussrampen. Und das will dann Herr Mützenich nicht subventionieren. Ich frage mich, was geht in den Leuten vor? Können die noch denken? Wollen die noch denken? Vielleicht ist das schon der erste Irrtum, den ich begehe, indem ich sage, die denken. Vielleicht sind die über diese Phase auch schon hinaus. Also ein echter Notstand.